Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, den ich mal wieder im Auto starte. Ich bin gerade im Parkhaus angekommen, im Begriff in die Stadt zu gehen, komme allerdings gerade schon woanders her, nämlich vom Facharzt für meine Folgeverordnung für mein Funktionstraining. Wenn ihr meine Vlogs schon länger seht, dann wisst ihr, dass ich seit einem Jahr Funktionstraining mache und diese Verordnung gelten ja immer nur ein Jahr. Jedenfalls hatte ich da angerufen, gefragt, wie sieht's aus? Und da hieß es, kommen Sie vorbei, wir müssen ja Ihr Kärtchen einlesen und dann kriegen Sie eine neue Verordnung. Diese Praxis liegt etwas außerhalb der Stadt in einem Industriegebiet und da sind Parkplätze sehr, sehr knapp, wenn man nicht morgens um Uhr schon da ist und die Praxis macht natürlich erst um 9 Uhr auf. Langer Rede, kurzer Sinn, ich bin ungefähr 20 Minuten durch dieses Industriegebiet getingelt auf der Suche nach einem Parkplatz. Und dann schon fast völlig entnervt wieder nach Hause zu fahren. Aber habe gedacht, ich drehe noch mal eine Runde und habe genau vor der Praxis einen Parkplatz von den 4, die noch übrig sind, ergattert. Weil die bauen nämlich gerade um und haben vorne dran 2 Riesencontainer stehen, die jetzt zu Wartezimmer und Anmeldung umfunktioniert sind. Und dadurch auch diese kostbaren Parkplätze noch weggefallen sind. Und das war vorher schon Katastrophe. Also selbst mit den Parkplätzen war es eine Katastrophe. Ja, dann habe ich mal eine halbe Stunde lang in der Schlange gestanden, um mein Anliegen vorzubringen. Und dann nochmal 20 Minuten gewartet auf meine unterschriebene Verordnung. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 1,5 Stunden damit zugebracht, Parkplatz zu suchen und zu warten, nur um diesen Zettel in der Hand zu halten. Ja, schon traurig, ne? Aber das ist einfach so bei Fachärzten, da muss man wirklich Zeit mitbringen. Naja, wie dem auch sei, ich werde jetzt in die Stadt gehen, weil ich da ein bisschen was gucken möchte. Und ja, hoffe, ihr leistet mir auch in diesem Vlog wieder Gesellschaft und guckt mir in meinem Alltag ein bisschen über die Schulter bzw. zu. Durchsage im Parkhaus? Hab ja noch nie gehört. Wo war ich stehen geblieben? Ja, dass ihr mir im Alltag etwas Gesellschaft leistet. Einige von euch waren ja traurig, dass mein letzter Vlog so kurz war. Aber es war einfach so, dass sich das nicht ergeben hat, dass ich irgendwie großartig was filmen konnte. Und ja, dann wird so ein Vlog eben auch mal etwas kürzer. Aber immerhin habe ich mich gemeldet. Ja, mal gucken, wie lange dieser Vlog dann wird, den ich ja jetzt gerade auch erst gestartet habe. Und es ist schon Dienstag, also wir werden sehen. Jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg in die Stadt und dann schauen wir weiter. Also viel Spaß bei diesem Vlog. So, ich bin wieder zu Hause nach meiner morgendlichen Odyssee und habe mich wieder einigermaßen beruhigt, obwohl ich war ja eigentlich nicht aufgeregt, aber es ist schon so ein bisschen, ich will nicht sagen nervig, aber schon so ein bisschen stressig, wenn man da gefühlt stundenlang irgendwo durch die Gegend tingelt, nur um hinterher so einen Wisch in der Hand zu haben. Und ja, den werde ich dann jetzt einreichen. Meine Folgeverordnung für das Funktionstraining und ich bin dann hinterher noch in die Stadt gegangen. Da hatte ich euch ja aus dem Parkhaus raus erstmal begrüßt und darüber freue ich mich besonders. Ich konnte mal wieder umsonst parken, weil ich unter dem Zeitlimit geblieben bin von, ich weiß gar nicht, was die haben, eine Stunde oder anderthalb. Auf jeden Fall konnte ich kostenfrei parken und meine Armbanduhr hat eine neue Batterie,
Gekauft habe ich ansonsten gar nichts, aber ich wollte euch hier einen Tipp zu geben, den mir die Dame im Schmuckgeschäft gegeben hat. Ich hatte nämlich hier erst im September eine neue Batterie einsetzen lassen, woanders, und habe dann ja die ganze Zeit meine Smartwatch getragen. Jetzt wollte ich die hier mal wieder hervorholen und siehe da, sie ist stehen geblieben. Die hatte ich zuletzt Silvester an, also muss die danach stehen geblieben sein. Sprich, es war nicht mal ein halbes Jahr. Und tatsächlich war die Batterie, die mir da eingesetzt wurde, letztes Mal leer. Also innerhalb von kürzester Zeit war die leer. Der Herr, der das ausgetauscht hat, hat mir das auch gezeigt auf dem Messgerät, hat meine alte Batterie draufgelegt. Die war leer. Da gab es nichts mehr zu tun. Und das fand ich jetzt schon ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise halten Uhrenbatterien ja so ungefähr mindestens ein Jahr, eher so anderthalb Jahre, habe ich gelesen. Aber falls ihr das noch nicht wusstet, wollte ich euch diesen Tipp weitergeben, den mir die Dame da im Schmuckgeschäft gesagt hat. Wenn man die Uhr nicht trägt, dann soll man diesen Nipsel hier, also das Drehrädchen zum Stellen der Uhr, rausziehen. Und wenn man die dann wieder hervorholt, wenn man sie jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate nicht trägt, wenn man die dann wieder hervorholt, den Stöpsel wieder reinmachen, wenn man die Uhr stellt. Und so entlädt sich nebenher die Batterie nicht, sondern es fließt im Prinzip kein Batteriestrom, während dieser Nipsel, das Rädchen, rausgezogen ist. Und so spart man sich dann das ständige Einsetzen neuer Batterien. Ich hoffe mal, dass mir jetzt in diesem Geschäft auch eine gute, volle Batterie eingesetzt wurde. Und jetzt werde ich erstmal wieder diese Armbanduhr tragen. Ja, ich war jetzt viel länger unterwegs, als ich es eigentlich sein wollte. Ich glaube, das waren jetzt, ja, es waren gut 3 Stunden. Ich hatte mit einer gerechnet. Aber gut, was will man machen? Jetzt werde ich erstmal was essen und da weiß ich noch nicht. Ganz ehrlich, heute weiß ich es noch nicht. Heute habe ich mir den Tag eigentlich mehr oder minder frei gehalten, weil ich ja auch noch so ein bisschen Stadtbummel machen wollte, aber das hat sich dann alles verzögert. Naja, einer von unseren Katern kam mir gerade schon entgegen und wollte raus, was mich sehr wundert, weil normalerweise schläft er bis in die Puppen, sprich bis kurz vorm Abendessen. Insofern, keine Ahnung, was jetzt da los ist. Und dann muss ich mal gucken, wo der andere sich rumtreibt. Ja, also diesen Tipp mit der Armbanduhr wollte ich euch einfach gegeben haben. Und ich werde dann jetzt einfach mal ein bisschen hier im Haus vor mich rumwurschteln und die Sachen erledigen, die ich ansonsten noch zu tun habe. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Gelegenheit wieder.
Essen ist im Ofen und darf jetzt die nächsten 25 Minuten vor sich hin backen. Übrigens ist das ein Rezept, das ich von der Aldi Süd Website habe, genauso wie das Rezept, was wir gestern schon gekocht bzw. gebacken haben. Das war auch ein Auflauf und die beiden Rezepte verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Gestern gab es einen veganen Nudelspinatauflauf mit Räuchertofu und ich muss ganz ehrlich sagen, Tofu habe ich eigentlich noch nie gegessen, jedenfalls nicht, dass ich wüsste und ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung. Also einerseits war es geschmacklich ganz in Ordnung, aber die Konsistenz ist nicht so meins. Also wenn wir diesen Auflauf nochmal machen, habe ich gestern zu meinem Mann schon gesagt, lassen wir das Tofu einfach mal weg. Das, was ich gerade zubereitet habe, wo ich euch mitgenommen habe, ist ein Gemüse-Reisauflauf mit Feta überbacken. Und wie gesagt, die beiden Rezepte verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich hatte gestern auch ein Bild von dem Abendessen gemacht. Das war sehr, sehr lecker. Das blende ich euch hier mal ein. Und ich bin gespannt, ob dieses Abendessen heute genauso lecker sein wird, weil dann ist das ein Rezept, das ich mir auf jeden Fall merken werde. Jetzt brauche ich aber erstmal ein paar Minuten Verschnaufpause, solange wie das noch im Ofen ist und mache hier schon mal klar Schiff. Und dann bin ich echt gespannt auf den Geschmackstest. Und fertig ist der Auflauf. Lecker. Wie ihr gerade gesehen habt, wurde das kleine Home-Projekt, das ich im letzten Vlog schon angefangen bzw. vorbereitet hatte, heute vollendet und es gab einen neuen Esszimmerteppich. Entschuldigt, wenn das hier so ein bisschen hallt, aber der Raum ist einfach relativ groß. Es gab einen neuen Esszimmerteppich, nicht weil mir der alte nicht mehr gefallen hat, aber der lag jetzt 18 plus Jahre, können auch 20 Jahre gewesen sein oder mehr, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist ein Wollteppich gewesen und der hat schon diverse Missgeschicke in Form von verschütteten Getränken mitgemacht. Unsere vorherige Katze vor den beiden Katern hat leider das ein oder andere Mal sich darauf übergeben müssen. Unsere Kater jetzt haben da schon diverse Beutetiere drauf zerlegt, zuletzt leider einen Vogel, der sehr stark geblutet hat. Und kurz davor hat einer unserer Kater auch noch nachts aus irgendeinem Grund sein großes Geschäft darauf verrichtet. Und Wollteppiche sind einfach nicht leicht zu reinigen und auch nicht leicht sauber zu halten.
Gerade bei dem Teppich war es so, wenn man dann da ein bisschen nur dran gerieben hat, auch wenn es nur mit Wasser war, ist halt die Farbe rausgegangen, was typisch ist für solche Wollteppiche. Und ja, dadurch, dass der so lange lag, war auch unter dem Tisch, entschuldigt bitte, ein bisschen der Heuschnupfen. Ja, also dadurch, dass der so lange lag, war auch unter dem Tisch, wo man normalerweise die Füße stehen hat, die Farbe so leicht ins Gelbliche verfärbt, was einfach im Laufe der Jahre so passiert, was man aber nie gesehen hat, außer wenn der Tisch mal nicht drauf gestanden hat, was natürlich logischerweise auch nicht oft vorkommt. Aber ja, also es gab einen neuen Teppich und einen in dieser Größe zu finden, war überhaupt nicht einfach. Also ich habe wirklich monatelang geguckt und jetzt zuletzt nach diesen beiden Missgeschicken dann etwas intensiver. Und ja, wir brauchten einen relativ großen Teppich. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen größer gehabt, aber dann wäre der Raum hier nur noch Teppich gewesen und wir haben Fußbodenheizung. Das muss auch so ein bisschen kompatibel sein. Ja, war nicht so einfach und ich wollte eigentlich was Robustes, wo es nicht schlimm ist, wenn die Kater ihre Krallen dran wetzen. Das haben sie nämlich auch bei dem Wollteppich zuletzt gemacht und immer einzelne Fasern rausgezogen. Sie spielen sehr gerne an den Rändern hier vom Teppich und hangeln sich da entlang. Und der andere, der Wollteppich, hat ja Fransen gehabt und beziehungsweise hat noch Fransen, der liegt noch da vorne. Und auch das ist natürlich super für Katzen. Also ich bin jetzt mal gespannt, was Sie zu dem hier sagen. Der lag jetzt ein paar Tage ausgerollt, damit er sich ein bisschen platt liegt bei uns im Treppenhaus. Ja, also ich wollte was Robusteres, wo es nicht schlimm ist, wenn man mal mit Wasser oder auch irgendwelchen Reinigungsmitteln dran geht. Also einer, der hoffentlich farbecht ist und einfach leichter zu pflegen ist. Und zusätzlich noch erschwinglich. Also ich habe wirklich wunderschöne Teppiche gesehen in dieser Größe oder auch größer, die aber ein Vermögen gekostet haben. Und selbst die waschbaren Teppich, wo ich ja mit den beiden Katern ein riesen Fan von wäre, kosten, glaube ich, um die 700 oder 800 Euro. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Die habe ich mir auch angeguckt. Aber das ist einfach, mal abgesehen davon, dass unsere Waschmaschine dafür nicht ausgelegt ist, für so große Textilien, die dann auch nicht vielleicht ganz so flexibel sind, die man so zusammenknüllen kann. Ich weiß, diese waschbaren Teppiche sind ja extra für Waschmaschinen gemacht, aber unsere Waschmaschine ist auch knapp 23 Jahre alt und da passt so ein Teppich nicht rein. Also ich wollte was Pflegeleichtes, wo man mal mit dem Waschsauger oder so drüber gehen kann und wo es nicht schade ist, wenn dann mal ein paar Fransen vielleicht gezogen sind oder ein paar Fäden gezogen durch die Kater, wo man nicht gleich innerlich schreiend und mit so bergestehenden Haaren dasteht und denkt, oh, der teure Teppich. Nein, also es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Jahr einen neuen Teppich kaufen wollen würde, aber der war doch sehr erschwinglich, zumal es da zu dem Zeitpunkt auch noch Prozente drauf gab. Und wer hat es mal wieder möglich gemacht? Amazon. Ja, ich bin jetzt ganz happy. Es sieht natürlich total anders aus wie vorher. Habt ihr ja vielleicht gesehen. Dadurch, dass es jetzt schon etwas dunkler wird draußen wieder, weil es später Nachmittag ist, kann ich euch das auch nicht so gut zeigen. Ich habe hier schon die Deckenbeleuchtung an. Ich bin ganz happy. Es ist völlig anders wie der andere Teppich, den ich ja wie gesagt sehr lieb gewonnen hatte. Aber ich finde die Stühle mit ihren mintfarbenen Bezügen, sieht man ja hier, kontrastieren da ganz gut, müssen nur demnächst mal neu bezogen werden, weil auch die Sitzpolster, das ist Alcantara-Bezug, sind jetzt 23 Jahre alt und haben das ein oder andere schon mitgemacht. Naja, nicht 23, doch ja, knapp 23 Jahre alt. Haben das ein oder andere schon mitgemacht und das sieht man denen einfach an. Dieser Alcantara-Stoff ist zwar sehr robust, was Flecken angeht, aber gerade hier mit Jeans, wenn man da drauf hin und her rutscht, dann gibt es diese Knötchenbildung und das kriegt man einfach nicht mehr weg. Dann diverse Katzen und so weiter und so fort. Also es wird in nächster Zeit mal nötig sein, die Stühle neu zu beziehen. Und ich hatte dann eigentlich gedacht, im Hinblick darauf, dass wir uns für den Teppich hier schon entschieden hatten, dann sowieso erstmal einen anderen Stoff zu nehmen, kein Alcantara mehr. Und etwas, was
die Farbe des Teppichs komplementiert. Ich habe da schon verschiedene Sachen ausprobiert. Mir schwebte da so ein dunkles Braun vor oder ein Anthrazit. Anthrazit passt zu diesem Teppich gar nicht, weil der viele warme Brauntöne hat. Das funktioniert nicht. Und braune Sitzbezüge, die dann eben auch fleckresistent sind oder fleckresistenter vielleicht als so helle Bezüge, das ist dann schon wieder zu tonal. Und jetzt, wo der Teppich endlich hier liegt, nach einigen Tagen, finde ich doch, dass gerade diese hellen Bezüge richtig gut kontrastieren. Also mal gucken, ob wir einen Stoff in einer ähnlichen Farbe finden. Vielleicht nicht mehr so ein Mintgrün, sondern mehr so Richtung Lindgrün. Also schon ein Grünton mit einem Grauanteil, etwas gedeckter vielleicht. Das würde mir gut gefallen. Und dann bräuchte ich auch meine Weihnachtsdeko nicht ändern, weil ich die passend extra für dieses Esszimmer gekauft hatte, in diesen Grüntönen. Die sonst nirgendwo im Haus hinpassen. Denn wie die alle wissen, habe ich es ja gerne passend zueinander. So, also ich bin echt happy. Jetzt müssen sich nur noch die Falten vollends legen. Ich hoffe, dass das nicht mehr so lange dauert. Der Teppich lag jetzt umgedreht, also auf Kopf sozusagen. Ich weiß nicht, wie viele Tage, mehrere Tage ausgelegt im Flur. Zum Glück haben wir so einen großen Flur. Und ein paar Falten sind schon rausgegangen, aber naja, wir werden sehen, wann sich der Rest noch legt. Das wollte ich euch einfach nur gezeigt haben, falls ihr auch mal so eine kleine Veränderung einfach braucht. Und wie gesagt, der Teppich war sehr erschwinglich, überraschend erschwinglich. Ich verlinke euch den unten in der Infobox, falls euch das interessiert. Gibt es in diversen Farben, in diversen Größen, auch in rund, glaube ich. Und wirklich, also je kleiner der Teppich wird, desto günstiger. Falls ihr da einfach mal Lust habt, so ein bisschen, keine Ahnung, einen kleinen Vorleger für die Küche oder irgendwas, einen Teppich austauschen, könnt ihr euch das ja mal anschauen. Und ich bin da wirklich nur zufällig drauf gekommen, weil mir eine Anzeige für diesen Teppich auf Instagram gezeigt wurde von Amazon. Sonst hätte ich den wahrscheinlich selber nicht gefunden, obwohl ich mir da schon die Augen ausgeguckt hatte. So, also das mein kleines oder unser kleines, ich will jetzt nicht sagen Home-Improvement-Projekt, aber unser Home-Projekt, einfach um das Ganze hier weiter gemütlich zu gestalten. Und ohne Teppich könnte man hier im Esszimmer überhaupt nichts machen. Ihr merkt ja, wie das hallt, und ohne Teppich wäre das noch wesentlich mehr Hall. Also ich bin happy und freue mich über einen schönen neuen Teppich, der hoffentlich auch lange schön bleibt. Oh, ist das dunkel. Kann man mich überhaupt sehen? Ja, es ist heute echt nasskalt und windig, also so richtig unangenehm. Und ich komme gerade vom Einkaufen, deshalb bin ich auch leicht zerzaust. Da ich euch diese Woche schon ein paar Mal mitgenommen habe beim Kochen, beziehungsweise einmal mitgenommen habe beim Kochen, bei dem anderen hatte ich euch, glaube ich, nur ein Foto vom Essen gezeigt, dachte ich, ich mache mal wieder einen klitzekleinen Food Haul. Ich habe jetzt nur für die nächsten 2 Tage eingekauft, weil wir noch nicht wissen, was wir am Wochenende essen wollen. So, womit fange ich denn an? Ich habe geholt Eier, die bei uns ja weggehen wie warme Semmeln. Dann einen Brokkoli. Und ich weiß nicht, ob ich euch jetzt diese Woche nochmal mitnehme beim Kochen oder ob ich einfach nur Bilder mache. Der Brokkoli ist für ein Gericht, das zeige ich euch nachher, kommt noch. Drillinge, die sind sowohl für heute als auch für morgen. Ach, ich sage es einfach jetzt, was es die nächsten 2 Tage, also heute und morgen, zu essen gibt, sonst vergesse ich das nachher. Also heute gibt es ein Skrei, sprich Winterkabeljau, mit Brokkoli und Salzkartoffeln, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, das ist alles, was ich dafür brauche. Und morgen gibt es einen veganen Burger, wo wir uns an einem Rezept von unserer Kochbox orientieren, die wir ja inzwischen nicht mehr abonniert haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
guckt ja nicht immer jeder meine Vlogs. Wir hatten ja ein Jahr lang eine Kochbox abonniert und weil es immer Probleme gab in letzter Zeit mit der Zustellung, haben wir das Abo gekündigt. Aber ich habe ja noch die ganzen Rezeptkarten und mein Mann sagte, er möchte gerne einen veganen Burger mal wieder probieren. Und da haben wir dann eins von den Rezepten zu Rate gezogen. Dafür brauche ich dann auch eine Tomate. Dann mache ich mal hier weiter erst. Das ist noch Wurst fürs Frühstück am Wochenende. So, dann für diesen veganen Burger, weil sie natürlich weder bei der einen Supermarktkette noch bei der anderen, wo ich heute war, das hatten, was ich gesucht habe, habe ich mal zwei allein mitgenommen und dann können wir uns einfach überlegen, was für eine Art Burger wir dann letztendlich machen wollen. Ich habe einmal von Penny, von der Eigenmarke vegane Burger Patties, auf Basis von Erbsenprotein, TK. Und dann habe ich bei Edeka mitgenommen von Endori veganes Chicken Barbecue. Also wir werden sehen, was es letztendlich wird. Das andere wird nicht schlecht, das werden wir mit Sicherheit auch mal probieren. Dann habe ich hier das Skrei-Filet und da bin ich echt gespannt drauf, weil meines Wissens habe ich noch nie Skrei gegessen. Also wie gesagt, das ist ja der Winterkabeljau, hat schönes festes Fleisch und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Was haben wir noch? Cheddar, einmal für Burger und einmal so für aufs Brot am Wochenende bzw. aufs Brötchen. Und dann noch ein bisschen Wurst. Ein bisschen Fleischsalat. Oh, den esse ich so gerne. Kennt ihr den von der Eigenmarke von Edeka? Ich weiß nicht, ob es den überall gibt. Der ist so lecker. Und dann habe ich mir noch mitgebracht für mein Müsli, das ich ja außer am Wochenende täglich esse. Jeweils zweimal zarte Dinkelflocken und zarte Haferflocken. Und das ist schon der kleine Food Haul für heute und für morgen. Und dann eben die Wurst fürs Wochenende. Aber das ist ja nebensächlich, das räume ich jetzt mal alles weg und dann kann ich mich meiner Lieblingsaufgabe für heute widmen. Heute steht nämlich mal wieder der Hausputz an, so wie jede Woche. Also denke ich mal, dass wir uns heute im Laufe des Tages nicht unbedingt nochmals sehen, aber wenn es dann ans Kochen geht, muss ich mal gucken, ob ich euch dann wieder mitnehme oder ob ich dann einfach nur ein Foto mache von dem Fisch. Ich bin wirklich gespannt drauf, wirklich gespannt drauf. So. Und das war schon mein kleiner Food Haul. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin gerade Moment, ich habe jetzt meine Uhr wieder an. Kurz nach 9:30 auf dem Weg zu meinen Eltern und werde da wahrscheinlich den Großteil des Tages verbringen, ein bisschen Besorgungen machen und so weiter und so fort. Und ich denke mal, dass ich da heute auch nichts mehr vloggen werde. Insofern beende ich jetzt diesen Vlog. Ich glaube, den hatte ich auch im Auto angefangen, wenn mich nicht alles täuscht. Also beende ich ihn auch mal im Auto. Ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr mir in den letzten Tagen Gesellschaft geleistet habt und mich in meinem Alltag begleitet habt. Ja, ach, ist das schönes Wetter. Ich finde es so toll. Und hier die Aussicht. Das ist der Platz, wo ich öfter mal halte, wenn ich von meinen Eltern nach Hause fahre. Jetzt habe ich einfach mal auf dem Hinweg angehalten und die Aussicht ist so schön. Zeige ich euch gleich nochmal. Ja, jedenfalls, um das Ganze abzukürzen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und vielleicht auch einen Daumen hoch, wenn euch dieser Vlog gefallen hat. Falls ihr das noch nicht getan habt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um mich auch in Zukunft weiter in meinem Alltag zu begleiten und mir ein bisschen Gesellschaft zu leisten. Ja, das soll es dann gewesen sein. Ich habe gestern auch schon angefangen, diesen Vlog zu schneiden, zusammenzusetzen. Und ich glaube, wir kommen jetzt so ungefähr bei einer halben Stunde raus. Also alle diejenigen, die letztes Mal gesagt haben, der Vlog war so zu kurz, jetzt war er wieder ein bisschen länger. Also, ich werde jetzt weiterfahren zu meinen Eltern und freue mich, wenn wir uns auch im nächsten Vlog wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund.